Ändern der Schüler Stammdaten in Sokrates, also Adressen, Geburtsdaten, Telefonnummern. Dazu steigt man in Sokrates ein. Am besten findet man den Link auf der Homepage, indem man nach unten scrollt und im Bereich Quick Links den Punkt Sokrates anklickt. Nun landet man im Sokrates-Portal Tirol, muss man sich mit seinem Benutzernamen anmelden. Das aktuelle Schuljahr ist automatisch eingestellt. Man klickt nun den Punkt Laufendes Schuljahr. Und links bei Schülerdatenpflege bitte auf das Plus klicken, nicht auf den Namen. Hier gibt es dann zwei Punkte, Grunddatenpflegen. Hier handelt es sich um Geburtsdatum, Namen, Sprachen, Sozialversicherungsnummer. Hier wird man wenig ändern müssen. Und unter Adressenpflegen kriegt man Adressen und Telefonnummern. Wir klicken nun den Punkt Adressenpflegen an und Sokrates bietet einem alle Schüler an, die man in diesem Jahr unterrichtet. Als Klassenvorstand wählt man nun seine Klasse, klickt auf Suchen. Und hält nur mehr die Schüler seiner Klasse. Jetzt könnte man entweder jeden Schüler einzeln durchgehen, indem man vorne anklickt und hinten auf Bearbeiten klickt. Oder, falls sich nur bei 3 Schülern etwas geändert hat, geht man die Liste durch, wählt die betreffenden Schüler, Schülerinnen aus und klickt auf Bearbeiten. Wir sind im Punkt Adressen pflegen und kriegen nun die Adressen der betreffenden Schüler angeboten. Wichtig ist, es wird die Hauptadresse angezeigt. Wenn man hier schaut, bei diesem Schüler gibt es links unten, man sieht 2 Adressen. Wir können uns gerne mal, indem wir nach links klicken, hier die erste Adresse anschauen. Hier steht keine Adresse drin. Diese Adresse ist unwichtig. Wenn man auf die Adresse 2 zurückgeht, diese Adresse ist die richtige. Und warum weiß der Computer, dass es die richtige ist? Hier steht Hauptwohnsitz, Schüler wohnt hier und Post an. Das sollte angeklickt sein, weil an diese Adresse Bescheide etc. ausgestellt werden. Hier kann man nun die Adresse ändern, bis zu 3 Telefonnummern eintragen und am Schluss auf Speichern klicken. Einfach speichern und die Daten werden gespeichert. Man kriegt dann eine Bestätigung, dass gespeichert wurde. Wenn sich beim betreffenden Schüler zum Beispiel der Name geändert hätte, dann könnte man jetzt hier unten rechts auf Grunddaten klicken. Man kommt auf die Grunddaten des entsprechenden Schülers. Wenn man da fertig ist, klickt man wieder zurück auf Adresse und ist wieder da, wo man war. Nun kann man unten, ja, ich habe hier 2 Schülerinnen ausgewählt, den nächsten Schüler auswählen und auch bei diesem Schüler wieder die Adresse ändern. Hier sehen wir, dass nur eine Adresse eingetragen ist, Hauptwohnsitz, Post an, erziehungsberechtigt. Immer am Schluss Speichern nicht vergessen und das war's dann schon.